Es ist schwindelerregend, wie schnell diese Republik sich gerade zerlegt. Olaf, ich erinnere mich nicht, Merkel hat mit seinem Regime bereits desaströse Zustimmungswerte. Diese Symbolfigur für Korruption, die bis zum Kinn im größten Steuerbetrugsskandal der Nachkriegszeit steckt, muss nun also noch glaubwürdig erklären, weshalb plötzlich und unerwartet ausgerechnet die eine Pipeline ohne sein Zutun explodiert, durch deren von Bürgerprotest erzwungene Öffnung seine amtszeitig wohl schlagartig beendet gewesen wäre. Kein B-Movie würde dem Zuschauer so eine durchsichtige Geschichte und derartig platte Figuren zumuten. Damit aber noch nicht genug. In der Hauptstadt dieser Korruptionsrepublik ist weiterhin eine überführte Gewohnheitsbetrügerin an der Regierung. Durch Wahlfälschung. Auch dort deckt eine Marionettenjustiz das Unrecht und deren uniformierte Terrortruppe prügelt auf Kritiker ein, die dabei manchmal zufällig versterben. So unterirdisch dieses Trash-Kino ist, man kann die Augen einfach nicht abwenden und wartet auf den großen Knall. Der kommt so sicher wie das Amen in der Kirche. Denn wir können uns bei diesem Regime auf drei Dinge verlassen. Skrupellosigkeit, Korruption und die Tatsache, dass ihnen für alles andere als diese beiden Dinge jede Ausbildung und Erfahrung fehlt. Darum freue ich mich mehr denn je auf den Habt. Und ich bin sicher, nach ihm beginnt endlich ein demokratischer Neuanfang. Übrigens, ob Sie demnächst Michael Ballweg vorwerfen, er habe aus dem Gefängnis heraus einen Anschlag auf Nord Stream orchestriert und eventuell sogar mit Hilfe von Boris Reitschuster und Paul Brandenburg. Das scheint möglich. Alles ist mittlerweile möglich im brennenden Rom.